This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute geht's um die eigene Linse, mit der man die Welt sieht. Wie diese Kameralinse hier. So hat man die eigene Linse, mit der man die Welt sieht. So. Bei vielen ist es aber wie, wenn sie eine Brille aufhaben und die ist kaputtgeschlagen. Damit ist es schwer, was zu erkennen, was klar zu erkennen. Oder wenn man schielt, du willst nachgreifen und es ist einfach an einer anderen Stelle. Und so ist die Wahrnehmung bei wahrscheinlich 99% der Menschen. Die Dinge werden nicht mehr klar erkannt. Ein wichtiger Faktor dabei ist auch der Verstand, der Speicher, den wir unterbewusst oder bewusst haben, mit dem wir durch die Welt gehen. Also wir haben die Vorstellung oder wir haben abgespeichert, hey, sind gerade fixiert auf ein neues Auto, das wir kaufen wollen. Und dann sehen wir in jedem Wagen, den wir vorbeisehen, der so ausschaut. Jedes rote Auto, das ich kaufen möchte, sehe ich da. Vorher habe ich nie wahrgenommen, dass es das gibt. Und diese selektive Wahrnehmung, das so viel auf dem alten Speicher beruht, ist auch in Ordnung. Aber die Identifikation mit dem Verstand bringt einen immer wieder dahin, dass man die Dinge nicht klar erkennen kann. Man muss erstmal in den klaren Geisteszustand kommen, um Dinge klar erkennen zu können. Wenn ich eine falsche Sicht habe, wenn ich schiel, dann werde ich immer an die falsche Stelle greifen. Dann werde ich nie was erfassen können. Da kann ich noch so viel mir durchlesen, da kann ich noch so viel erfahren. Wenn ich meine Realität, meine Sichtweise nicht schärfe, dann werde ich es nie erkennen. So. Also das ist, dann sieht man in jedem Stock eine Schlange, weil man so angstgesteuert ist. Das ist zum Beispiel auch so was, wenn man ja nochmal so ein Thema wie Impfen anspricht, was ich zum Beispiel auch in einem Video gemacht habe. Da gibt es dann so Menschen, die reagieren dann sofort. Oh, wenn du dich nicht impfen lässt oder die Kinder, dann bringst du sie um, du Mörder. Und solche Beschuldigungen, die von völlig falschen, verzerrten Ansichten kommen, weil sie angstgesteuert sind und in jedem Stock eine Schlange sehen. Da kann ich noch so logisch argumentieren. Wenn jemand nicht bereit ist, seine Augen zu öffnen, dann wird er das nicht erkennen. Es ist auch schwer, das zu erklären. Also ich kann es dir nur umschreiben, weil es ist eben, ja, wenn jemand wissen möchte, wie es ist, Licht zu sehen, wie es ist, Farben zu sehen, hat aber seine Augen geschlossen, hat die Augen geschlossen und fragt mich, hey, wie ist das? Und dann soll ich es ihm beschreiben. Wie soll ich das beweisen? Wie soll ich da irgendwas erklären? Du musst das Vertrauen haben und die Augen öffnen. Wenn du die Augen öffnest, dann weißt du, wie das ist. Dann hast du das nötige Sinnesorgan dazu, um es auch wahrzunehmen. Aber wenn du die Augen nicht öffnest, dann kannst du nicht wissen, wie das ist, weil dein Sinnesorgan, wofür diese Wahrnehmung zuständig ist, geschlossen ist. Und so ist es auch so, ich kann nichts beweisen. Alles beruht auf Erfahrung. Wenn du einen Weg gehst, wo du deinen Verstand klärst, deinen Geist klärst, deinen Körper reinigst, dann wird alles klarer. Du identifizierst dich nicht mehr so sehr mit deinen Gedanken. Es kommen immer längere Phasen, wo du auch mal gedankenlos bist. Du benutzt wieder deinen Verstand und wirst nicht benutzt bei deinem Verstand. Du setzt deinen Verstand ein, um was zu machen, als Werkzeug. Wenn du gerade nachdenken musst, dann machst du das. Wenn nicht, wenn du irgendwo in der Natur bist, so wie ich hier gerade, einfach nur beobachtest, dann kommt kein Gedanke.
wenn du wieder gelernt hast, deinen Verstand zu benutzen und nicht von deinem Verstand benutzt zu werden. Und so ist es mit deiner Sichtweise. Ich kann dir noch so viel umschreiben und sagen, das Leben ist eine Erfahrung, die man machen muss. Man kann ewig irgendwo im Kreis hin und her irren. Man kann auch eine klare Sicht entwickeln. Und dann irrt man nicht mehr rum. Und dann kann man die Realität erkennen, wie sie ist. Und das schafft man, indem man meditiert, sich nicht mehr mit dem Verstand identifiziert, den Verstand benutzt. Ist überhaupt nichts Schlechtes, der Verstand. Aber im Moment ist es so, dass der Verstand dich benutzt. Da kommen einfach Gedanken hoch, du kontrollierst gar nicht, dass da Gedanken hochkommen. Es passiert einfach, wie wenn du eine Waschmaschine ständig laufen hast, hast nicht mal Klamotten drin, kommt nur heiße Luft raus. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dir Gedanken, Sorgen machst um irgendwas, was gerade nicht da ist, was gerade nicht veränderbar ist. Entweder veränderst du dann, was zu verändern ist und tust deinen Anteil, dann hast du das gemacht, was du machen kannst. Oder wenn du nichts ändern kannst, dann bringt es auch nichts, sich Sorgen drüber zu machen. Also das hört dann auf. Du kommst in den Zustand, wo du klar wirst, wo du die Realität wieder ganz normal erkennen kannst und wie du die Wunder des Lebens wieder wahrnehmen kannst, wie schön das Leben ist, wie als Kind. Wir haben das verlernt im Laufe unseres Lebens. Überleg mal, wie glücklich du als Kind warst, wie glücklich Kinder wirken, wie glücklich Erwachsene wirken, die irgendwo durch die Straße laufen. Wie glücklich ein Kind wirkt, das kein Geld in der Tasche hat, wie glücklich ein Millionär wirkt. Ist auch nicht schlecht, Geld zu haben. Aber glücklich macht's nicht. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, Geld und Glück. Ja, und so gilt's, die Sicht zu schärfen, damit man nicht mehr angstgesteuert ist. Und damit man die Realität wieder erkennen kann, wie sie ist. Nicht aus Angst handelt, sondern aus Freude heraus Möglichkeiten sieht. Unendlich viele Möglichkeiten in dieser Welt, die du einfach nur ausleben kannst, wie du möchtest. Das ist eine Erfahrung. Da geht es dann nicht mehr um Überleben. Das ist so ein Standardding, einfach um die Welt zu erfahren, dass man nicht mehr ums Überleben kämpft. Und wir haben auch diese Messlatte von Überleben immer höher gesetzt. Plötzlich ist Überleben, wenn ich kein Auto habe. Plötzlich ist Überleben, wenn ich kein Haus habe, wenn ich den Kredit dafür nicht bezahlen kann. Wir haben immer nur die Grenze höher gesetzt, weil plötzlich tauchen Fragen auf, wenn man mal diese Versorgungsgrenze erreicht hat eigentlich. Wenn man eigentlich Essen auf dem Tisch hat, dann tauchen plötzlich bei Menschen andere Fragen auf. Tiere sind zufrieden vielleicht, wenn sie versorgt sind mit Essen, aber bei Menschen, da kommen dann plötzlich diese Streben nach mehr. Und dann wird einfach immer die Messlatte immer höher gesetzt, was dann plötzlich Überleben ist, weil man nicht klar damit kommt mit dieser unglaublichen Freiheit, mit diesen Möglichkeiten, die man hat auf dieser Welt. Du kannst alles werden, was du möchtest. Und so eine Sichtweise gilt es wieder zu entwickeln, eine klare Sichtweise, ja, die Linse zu klären, mit der man die Welt sieht. Das war's für heute. Macht's gut, Leute. Ciao.